Seit 2017 ist Let's Dance-Jurorin Mozi Mabuse mit ihrem Mann Jewgeni Wosniuk glücklich. Im Interview mit Moderatorin Frauke Ludowig verquatschte sie sich aber und verriet, dass sie bald ein zweites Mal heiraten werde. Im Jahr 2017 gaben Let's Dance-Jurorin Mozi Mabuse und ihr Mann Jewgeni Wosniuk sich das Ja-Wort. Ein Jahr später wurde das Glück durch die Geburt der gemeinsamen Tochter gekrönt. Und auch nach fast 5 Jahren Ehe schweben die beiden immer noch im 7. Himmel und wollen ihr Glück sogar erneuern, wie die Moderatorin jetzt ausplauderte. Let's Dance-Jurorin Mozi Mabuse heiratet ihren Mann Jewgeni Wosniuk bald zum 2. Mal. Im Interview mit Frauke Ludowig gibt die Let's Dance-Jurorin sich herrlich privat, spricht über die glückliche Beziehung mit ihrem Ehemann. Auf die Frage, ob sie sich vorstellen könnte, selbst noch einmal einen Hochzeitstanz zu tanzen, sagt sie ganz stolz, ich möchte meinen Mann nochmal heiraten, das haben wir vor. Nochmal, und auch bald sogar. Natürlich hakt Frauke Ludowig noch einmal nach, fragt, ob es schon genauere Pläne gibt. Bevor sie das aber ausplaudert, fängt Mozi Mabuse sich, ja, und jetzt stopp da, ob RTL dabei sein dürfe, wenn sie und ihr Liebster sich erneut das Eheversprechen geben? Auch hier gibt die Jurorin keine klare Antwort und macht deutlich, dass sie vorher noch mit ihrem Manager sprechen müsse. Mozi Mabuse und ihr Ehemann verliebten sich beim Tanzen. Doch was ist eigentlich das Geheimnis dieser langanhaltenden Liebe? Die beiden sind schon seit vielen Jahren ein eingespieltes Team. Lernten sich bei ihrer gemeinsamen Leidenschaft, dem Tanzen, kennen. Von 2011 bis 2014 tanzten die beiden Talente zusammen bei den Professionals. Tanzen schweißt eben zusammen und dafür sind die beiden der beste Beweis. Auf die genaueren Hochzeitspläne der Moderatorin werden wir wohl aber noch ein bisschen warten müssen.